Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Sims 4. Wo ich jetzt eine falsche Taste gedrückt habe, genau. Achso, der Sim ist hier. Ich habe auf M kannst du mich auch reisen. Jetzt gucke ich gerade, er lernt ja gerade auch Fähigkeiten beim Tanzen, aber wir machen es ja nur, damit er seine 2 Stunden mal tanzt. Sieht ja nur so aus, als wenn es 80 Millionen Jahre dauert. Ach, dabei lernt er Motorikfähigkeit. Hätte ich auch mehr zu Hause vorm Radio tanzen sollen. Hätte mir wahrscheinlich geholfen. Oh, ich bin meiner Tochter beste Freunde. Boah, zicken sich an. Ich bin der Erwachsene, du bist das doofe kleine Kind. Wenn du irgendwas machst, schlage ich dir ins Gesicht. Nein, so erzieht man keine Kinder. Ich habe da auf dem Spielturm gespielt, als ich verspielt war. Ist das kein Spielturm? Spielturm. Ach so, ein Spielturm. Tja, das wäre ein bisschen groß für meine Kinder. So, ich schenke meiner Tochter mal lieber einen Kreativtisch. Und mein Junge darf hier das Ding für Nachwuchszauberer haben, wenn er denn irgendwo nochmal Platz hat. Verkauf einfach das Ding. Passt schon. So, bom 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 bom. Auf dem Spielturm kommst du hier natürlich nicht, aber du kannst jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren als Zauberer. Wofür ist das denn? Ach, da ist Mentalfähigkeit. Oh, ich habe ganz meine Arbeit vergessen. Jetzt muss ich natürlich noch fleißig arbeiten. Es geht hier okay. Was lernt ihr hier? Mentalität auch, ne? Ja. Mentalfähigkeit. So, liebes Kind, dann geh doch mal bitte eben duschen, weil du stinkst ein wenig. Und nachdem du geduscht hast, werden wir dich neu einkleiden. Wir machen erst das Mädchen, später den Jungen. Er hat an Atomenergie gedacht. Ich hoffe, er produziert sie nicht hier. Obwohl ich damit Geld sparen könnte. Alles hat halt auch eine positive Seite. Da, wir sind die Chipmunks. Wir sind die Chipmunks. So, alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir irgendwo... Ne, für Kinder haben wir jetzt gar keine Kommode mehr, ne? Hihi. Zeichnen und sitzen. Oh oh, jagt das Haus nicht in die Luft. Bevor ich es vergesse. Melder, keine. Rauch. Ich setze jetzt da mal einen Rauchmelder. Könnte besser sein.
Ich würde jetzt ungern dieses Sprinkleranlagesystem irgendwo vorne, also beziehungsweise in den Raum reinsetzen. Habe ich überhaupt Sprinkleranlagen? Nö, ist Blödsinn, ne? Genau, setz mal draußen hin. Naja, muss das Kind sich eben hier nicht Outfit ändern, sondern Outfits planen. Lauf mal los, Kindchen. Wir wollen mal sehen, was es da alles gibt. Und werden dann jetzt mal Kim einkleiden. Entschuldigung. Beziehung im Haushalt. Ist noch ein kleines Mädchen. Mental Senkrechtstarter Bücherwurm. So. Ach, guck mal, da haben wir die Yoda-Maske. Ja, hier sind nämlich Kostüme. Was gibt's für vorgefertigte Looks? Mickey Mouse Style. Also ich mag Mickey Mouse, aber das finde ich ein bisschen doof. Also ohne Witz, die Mützen sind alle doof. Meine Güte, Pisspot-Schnittkind. Ach, das sind die Haare. Ich dachte vorhin, das ist eine Mütze bei dem einen Vorschlag. Kim hat eher so ein, auch so ein rundliches Gesicht. Man müsste da eher... Irgendwie sieht das Kind psycho aus. Warum hat es meine grünen Augen bekommen? Na komm, du kriegst Wellenhaare. Und obwohl ich da der Mutter die Haare nur gefärbt habe in blond. Ja, hast du halt blonde Haare bekommen. Und du trägst einen Schmetterling. In lila. So. Was würdest du so als Top tragen? Ich glaube, das trägt deine Mutter sogar so. Das hier ist so ein Faltenkleidchen, ne? Also so ein Faltentop, der diese Lagen fallen übereinander leicht. Süßes Shirt, ey. Leider nur hässlich. Boah, komm, weil dein Vater so Ponys mag, ey, kannst du auch mal schön so ein Pony-Shirt tragen als Kind. Aber in Blau. In Pink sieht's ganz schrecklich aus. Und du bist ein Kind, trag Turnschuhe. Da müsste die Hose aber auch eine andere Farbe kriegen noch. Genau, ich lasse das Kind den ganzen Tag einfach nur in Unterwäsche rumhüpfen. Sims-Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Das kann sie machen. Weißt du schon mal, wie die Gesellschaft läuft? Okay, Abendkleidung gibt es aber jetzt nicht viel. Lustigerweise tendiere ich echt bei allem eher zu dunklen Farben.
Tja, viel gibt's aber auch nicht, ne? Genau. So geht meine Tochter nur raus und nicht anders. Das ist echt schade, es gibt ja nichts. Moment, dann nehmen wir doch den vorgefertigten Look. Hier mit dem Kleidchen. So, was ist, wenn du zum Sport gehst? In grün? Wisst ihr, an wen mich das Kind erinnert? Als ich damals das erste Mal in Schloss Duncan war. Kennt wahrscheinlich eh kein Schwein, Schloss Duncan. Da kann man Pferde reiten und das ist sowas wie ein Centerpark, aber das gehört irgendwie ein Lord oder sowas, der hat dann seine Pferde und all so ein Kram bietet der da an und dann ist so ein kleiner Park dabei und all so ein Kram. Carpador. Und die sieht aus wie das Mädel, mit dem ich da meine erste Sommerromanze hatte. So ein wenig, als ich kleiner war. Und die war älter als ich sogar. Hat sich später ein bisschen gedreht mit den Frauen, die älter sind. Nimm mal hier das Carpador-Shirt. Und die Carpador-Hose. Carpador. So, Schlafengeste. Ach, das ist ja mal süß. Vor allem, guck mal, die unterschiedlichen Sockenpärchen. Obwohl, ich will nicht, dass mein Kind in solchen einfach nur in Unterwäsche rumrennt. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Naja, es ist ein Kind. Lustig. Guck mal, Peter Pan-Strumpfhose zum Einschlafen. Aber die Hose geht ja auch nicht. Also geht ja auch. So eine Einschlaf-Leggings, da müsste man nur vom Top her. Die Katze passt dann nämlich überhaupt nicht mehr. Soll das ein, wie heißt da? Wie heißt das? Hier, die Schlaftierchen. Oh, Faultier. Genau, Faultiere. So, mach mal ganz schlicht in Schwarz, gehst du schlafen. So, was ist dein Party-Outfit? Was wird uns hier angeboten? Mein Gott, die Kinder haben doch alle Magersucht, ey. Jetzt zieh dir mal das Kind rein. Hier, wie das dargestellt ist, die moderne Prinzessin. Sieht aus, wenn die gleich vom Fleisch fällt. So ein kleiner Jeansrock. Und da du auf eine Party gehst, ist das schon okay, dass du auch mal ein bisschen hübscher, sagen wir mal, dich kleiden darfst. Genau, mit Yoda-Maske. Und auf Party trägst du ein Kleeblatt. In grün. Das soll euch daran erinnern, dass dein Vater jeden umbringen wird, der versucht, mit dir in Kontakt zu treten. Schön.
Da ist die junge Dame schon mal fertig. Dann können wir als nächstes direkt den jungen Herrn holen, der gerade an seinen Experimenten dran ist. So, mit Riesenstofftier spielen, dann macht das. Spielen. Dein Junge, also dein Bruder lässt gleich irgendwas explodieren. Danach kannst du das Buch lesen, Problemscheune. Freundschaften schließen gibt's nicht für dich. Oh. Ich mag dich so sehr, weil du ein Einhorn bist. Du hast ein Horn. Ich liebe Horn. Hörne. Hörner. Familiensehnsucht. Oh. Oder indem du das Observatorium benutzt. Zurzeit habe ich noch kein Observatorium. Okay, Platz könnte vielleicht doch irgendwann mal ein Problem werden. Ja, ich muss wirklich irgendwann mal die nächste Stufe der Haushöhe erreichen. Ja. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich würde mal sagen, einer muss nach Hause kommen. Kim hat... Jetzt ist sie kreativ. Hallo, Hilfe, es brennt! Oh, ein Traum. Die Sprengkleranlage ist angegangen. Ich habe ausgezeichnete Arbeit geleistet, wie auch immer. Der Prüfer hat als Versicherungszahlung für die Objekte, die bei dem kürzlichen Brand beschädigt wurden, 180 Simeon erhalten. Erstmal, du schließt ab, wenn du auf Klo gehst. Das ist deine erste wichtige Lektion. Ich bin beschämt, dass ich mein eigenes Kind gesehen habe. Angespannt, weil Feuer gelöscht. Naja, gegen die Anspannung hilft nur eins. Chopping! Ab rein damit dir, Junge. So, kleiner Frechdachs. Erstmal Kopf. Gibt's für dich irgendwas Interessantes? Nö. Ja, trag so eine total kitschige Surferkette. Das ist mein Junge, kannst du machen. Vor allem der Blick dabei. Schlaftablettenblick. Haare technisch. Mein Gott. Der Bob. Boah, so sieht der richtig aus wie das Arschleckkind. Das lassen wir. Für mehr Ich hasse meine Kinderaktion. Oh,
super! Wie kann ein Kind so viel Aggression gerade in mir auslösen? Genau, gehen wir dir mal ein bisschen längere Haare. Du bist ja noch jung. Du hast ja noch Haare. Genau so wäre es richtig. Abendkleidung sieht einfach aus wie ein Geleckter. Aber wir machen aus dem hier ein Barney Stinson. Dein Anzug ist alles. Meine Güte, wer will sein Kind denn so anziehen? Genau, im weißen Anzug. Du geile Schnitte, ey. So, Sportbekleidung. Entschuldigung. Mütze können wir wegnehmen. Accessoires machen hier auch keinen Sinn. Gibt keine Ketten. Toll, ich kann zwischen drei unterschiedlichen Overalls wählen. Dann nehmen wir den. Dazu nehmen wir... Ja, dazu nehmen wir die Hose. Weil die hat auch die gleiche Farbe dann. Nur die Schuhe sind auch farblich gerade doof. Schade, man hat echt nicht viel Auswahl, weil nur die wenigsten Sachen gut aussehen bei den Kindern so. Ich hoffe, hier kommen wirklich noch ganz, ganz viele neue Sachen. Boah, so eine richtige im Schrittkneifhose. Lustig, du kannst das als Schlafklamottenhose nehmen, was deine Schwester als Trainingshose trägt. Schultechnisch darfst du gar nichts tragen. Du kannst Socken anziehen zum Schlafen. Rosane, sein dunkles Geheimnis. So, als Ausgekleidung ziehe ich eine G-Watch an. In Rot. Was sagen die vorgefertigten Looks? Die vorgefertigten Looks sagen... raubt mich aus. Nein, du trägst als... Du trägst hier für Ausgekleidung einfach so eine geile, fette Lederjacke und so eine verfärbte Hose mit Klecksen drauf und deine Adidas-Schuhe. So. Damit ist Dawson einfach nur noch eine geile Sau. Aber wir sind auch leider wieder am Ende unserer Zeit und sehen uns, hören uns und spielen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Sims 4 Deep Roofs. Bis dahin, ciao, euer Doc.